Hi zu meinen Top 10 Banknoten der Woche, Teil 4. Heute mit 10 Rufias von den Malediven. Da haben wir hier die ältere Serie, sehr farbenfroh, allerdings nicht sehr viele Sicherheitsmerkmale. Dann haben wir hier 20 peruanische Nuevo Soles. Der Namenszusatz Nuevo wird bald gestrichen. Wir haben hier ein besonderes Wasserzeichen und die Wertzahl ist hier farbwechselnd. Dann 200 kroatische Kuna mit diesem besonders geformten Sicherheitsmerkmal hier. Auch ziemlich interessant. Und hier fluoreszierende Tinte. Habe ich so sonst noch nie gesehen. Das Design selber ist den D-Mark nachempfunden. Einfach weil es zur Zeit damals die attraktivste Währung war und ja, praktisch eine gewisse Sicherheit vermittelt werden sollte. Dann hier 100 guatemaltekische Quetzales. Da haben wir hier, was wir auch auf den neuen 5er, 10er, 20er haben. Dann hier einen sehr dicken Sicherheitsstreifen. Also schön. Haben wir hier noch auf der Rückseite den Namen von der Druckerei. Kennt man jetzt nicht, aber dieser Schein wurde in München gedruckt. Es war von Giesecke und Devrient, die drucken auch Euro. Dann haben wir 100 Katar-Rial. Ist übrigens eine US-Dollar gebunden und haben dementsprechend an Wert zugenommen. Da sehen wir das Hologramm, das ist aber ja, ziemlich beschädigt. Ja, hier haben wir als besonderes Sicherheitsmerkmal die Sichtfenster. Das heißt, es gab es auch schon vor dem 29er. Dann haben wir hier 200 südafrikanische Rand mit einem sehr interessanten, sehr bunten Sicherheitsstreifen. Da haben wir auch so eine Smaragdzahl mit Farbwechsel eben. Das ist die aktuelle Serie. Ja, der Rand hat in letzter Zeit sehr viel an Wert verloren. Das sind jetzt nur noch 15 Euro, ist der höchste Nennwert. Ja, da haben wir einen Leopard. Mandela. Ja, 200er sind aber trotzdem nicht sehr verbreitet im Umlauf. Dann 50 Namibia-Dollar, auch die neueste Serie. Die sind genauso viel wert wie die südafrikanischen Rand. Ja, da haben wir auch dieses farbwechselnde Sicherheitsmerkmal, aber noch zusätzlich mit Riffelung. Tiere. Dann haben wir einen zweifarbigen Sicherheitsstreifen hier, der wechselt die Farbe. Und ja, das kann man schlecht erkennen. Aber man hat hier wie so eine Art Lack. Da sieht man auch nochmal die Wertzahl. Auch was Besonderes. Und hier haben wir 5 Fidschi-Dollar. Das ist jetzt der niedrigste Nennwert. Aus Plastik eben. Hier haben wir ein Sichtfenster. Ist aber der einzige Nennwert aus Plastik. Hier haben wir 50 israelische Scheke von der neuesten Serie. Da ist noch der 200er jetzt im Umlauf. Von 2014. Hier haben wir einige Sicherheitsmerkmale deswegen. Auch einen sehr besonderen Hologrammstreifen. Ich weiß gar nicht, was es ist. Dann hier der Nennwert setzt sich da aus Löchern zusammen. Der wurde gelocht. Das gibt es sonst nur auf den Schweizer Banknoten. Ja, hier muss man noch erwähnen, das ist eine Hybrid-Banknote. Das heißt, wir haben ganz normal auf Papier gedruckt und oben und unten wie so eine Art Plastikfolie. Und hier haben wir noch 5000 usbekische Som. Keine besonderen Sicherheitsmerkmale, der aktuell höchste Nennwert, 2013 rausgegeben, sind aber nur 1,50 Euro ungefähr. Der Usbekistan hat auch sehr starke Inflation. Der nächsthöchste Wert drunter sind 1000 Som. Also nur noch ein paar Cent wert.
Okay, das waren die 10 Banknoten für diese Woche. Bis nächste Woche für mehr.